Moin, moin aus Hamburg. Ich grüße euch aus dem legendären Hotel Atlantik direkt an der Alster. Meine Frau hat Geburtstag und das verbringen wir hier in der Hansestadt. Und als kleine Überraschung habe ich die Sweet Night Awards von meinem Marriott Bonvoy Konto eingelöst und ein Upgrade hier in diese Superior Suite bekommen. Es ist ein super schönes Zimmer. Wir haben hier einen tollen Blick auf die Alster. Ich zeige euch das Hotel, zeige euch natürlich das Zimmer, was es zum Frühstück gibt und was man sonst noch alles hier im Hotel erleben kann. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Los geht's. Der Sänger Udo Lindenberg oder der James Bond-Film Der Morgen stirbt nie sind sicherlich die ersten Dinge, die einem in den Sinn kommen, wenn man an das Hotel Atlantik Hamburg denkt. Zumindest geht es mir so. Seit Anfang 2021 ist das ehemalige Kempinski Hotel nun ein Autograph Collection und gehört damit zur Marriott-Gruppe. Die Lobby ist imposant. Die hohen Decken, die Kronleuchter und mit Marmor verzierten Säulen spiegeln eindrucksvoll die Historie dieses Hauses wider. Denn ursprünglich diente dieses Hotel Anfang des 20. Jahrhunderts Passagieren der Hamburg-Amerika-Linie als Unterkunft. Die eleganten massiven Möbel mit edlen Lampen und nautischen Instrumenten dekoriert, belegen unmissverständlich, dass man sich in einem der bekanntesten Grand Hotels in Deutschland befindet. Mit dem Aufzug fahren wir auf unsere Etage und laufen einen langen Gang entlang zu unserer Suite. Links und rechts entlang des Ganges sind in verschiedenen Schaukästen wirklich sehr interessante maritime Exponate ausgestellt. Unsere Superior Suite hat einen abgetrennten Wohn- und Schlafbereich. Beide Zimmer sind über einen langen Flur miteinander verbunden. Durch eine Flügeltür erreicht ihr das Wohnzimmer. Die hohen Decken schaffen wirklich eine tolle Atmosphäre und die großen Fenster geben einen unverbauten Blick auf die Alster frei. Die bärige Farbgebung des Zimmers ist Geschmackssache, setzt sich aber auch im Schlafzimmer fort. Mein Blick hingegen fällt beim Betreten des Raumes aber sofort auf die Bettwäsche, denn dunkelblau im Kissen eingestickt ist das Logo des Hotel Atlantik Hamburg. Vis-à-vis zum Bett befindet sich ein weiterer Fernseher sowie eine Bluetooth-Lautsprecherbox. Im großen Kleiderschrank ist die Minibar und eine Nespresso-Kaffeemaschine verbaut. Werfen wir nun noch einmal einen Blick ins Badezimmer. Der Marmor und die im klassischen Stil gehaltenen Armaturen gefallen mir einfach sehr gut und passen einfach zu diesem Grand Hotel Flair. Ein Highlight ist natürlich auch die mit Logo geprägten Handtücher. Seife, Lotion und Conditioner gibt es von der französischen Marke L'Occitane und ihr findet eine geräumige Dusche sowie eine Badewanne, je nachdem, was euch besser gefällt. In einem Seitenflügel des Hotels gibt es einen kleinen ruhigen Ort der Entspannung. Die Corona-Bestimmungen während unseres Aufenthaltes haben es möglich gemacht, für eine Stunde den gesamten Bereich nur für uns zur Verfügung zu haben. Ein sehr schönes Detail ist die Terrasse außerhalb des Barbereichs inklusive Strandkorb. Jedoch würde dem gesamten Spa-Bereich eine gründliche Renovierung guttun. Hier scheint nämlich die Zeit stehen geblieben. Auf das Frühstück im Hotel Atlantik Hamburg könnt ihr euch freuen. Uns hat die besondere Atmosphäre beim Frühstück ausgesprochen gut gefallen. Ganz im Thema der Seefahrt tragen die Kellner eine weiße Uniform mit goldenen Applikationen. Auch wenn zurzeit das Angebot am Buffet eingeschränkt zu sein scheint, gab es in unseren Augen nichts, was man bei einem guten Frühstück vermissen würde. Pochierte Eier, Chia- oder Leinsamenbowl, Omelette mit Büsumer-Krabben oder norwegischer Lachs. Die Atlantikbar hier im Hotel ist ein wahrhaft magischer Ort. Rund um den Springbrunnen im Innenhof sind zwischen üppigen Hortensien Tische und Bänke sehr einladend arrangiert. Wir bestellen uns eine Flasche Roséwein und lassen hier einfach unseren Tag in Hamburg in aller Ruhe ausklingen. Und etwas später am Nachmittag stieß sogar Udo Lindenberg mit seiner Crew an einem Nachbartisch dazu.
Wenn ihr auf der Suche nach einem besonderen Hotelerlebnis seid, dann ist das Hotel Atlantik Hamburg sicherlich eine gute Wahl. Auch wenn die Zimmereinrichtung nicht ganz unseren Geschmack getroffen hat und der Poolbereich auf jeden Fall auch schon bessere Zeiten gesehen hat, so ist es doch dieser ganz besondere Grand Hotel Flair, der vor allen Dingen unseren Aufenthalt so besonders gemacht hat. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du ein Like da lässt und vor allen Dingen würde mich ja interessieren, was ist dein Lieblingshotel? Ich sage Tschüss und bis bald.